Hallo, willkommen bei TopoSense. Wir entwickeln einen 3D-Ultraschallsensor der Maschinen, die sich der Fledermaus verleihen soll. Mein Name ist Alex, ich bin für die technische Entwicklung im Team zuständig, habe an der Hochschule München Mechatronik studiert. Wir haben zu dritt das Startup gegründet. Einmal der Tobias, der für die BWL-Teil zuständig ist, ich und der Aldo, ich bin für die Embedded Systems Programmierung zuständig und habe ebenfalls an der Hochschule München Mechatronik studiert, wo dieses Startup sozusagen seine Wurzeln hat. Angefangen hat das Ganze vor ein paar Jahren, als ich einen Roboterfisch bauen wollte, der über elektromagnetische Felder gesteuert wird. Dafür habe ich Sensorik gebraucht, die den Fisch unterm Wasser 3D tracken konnte. Auf dem Markt gab es aber keine Sensoren, die das bewerkstelligen konnten. Deshalb habe ich angefangen, selber einen Algorithmus zu entwickeln, der über eindimensionale Laufzeiten unter Wasser dann die Position des Fisches tracken sollte. Als der Algorithmus fertig war und ich festgestellt habe, dass das Ganze auch in der Luft sehr gut funktioniert, habe ich die Idee gehabt, ein Startup zu gründen und habe mich an das SCE gewendet und seitdem sitzen wir hier als Team am SCE-Inkubator. Und seitdem wir hier losgelegt haben, haben wir auch eine Menge Spaß mit dem Algorithmus. Der erste funktionstüchtige Prototyp, den wir gebaut haben, war eine Gestensteuerung. Diese ermöglicht es zum Beispiel momentan, eine Maus auf dem Bildschirm zu bewegen. Ist allerdings sehr wohl vorstellbar, dass man zum Beispiel Formen in die Luft zeichnet, um beispielsweise seinem Fernseher beizubringen, dass man jetzt bitte lauter, leiser oder den nächsten Sender sehen möchte. Das funktioniert auch bereits sehr gut. Wir haben auch danach einen kleinen Roboter entwickelt, der hier auf dem Tisch steht. Er hat die Möglichkeit, immer dem nächsten Objekt hinterherzufahren und sich auch immer in die Richtung zu drehen dieses Objektes. Das System hier ist vor allem ein Demonstrator für autonom fahrende Systeme, weil er sieht natürlich seine Umgebung immer, das heißt, er kann auch Objekten ausweichen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel einen Staubsaugerroboter deutlich schlauer machen, indem er zum Beispiel schon weiß, wo er schon war und er nicht mehr gegen alles dagegen fährt, um zu wissen, dass dort ein Objekt ist. Auch interessant ist es früher oder später für autonomes Fahren. Das bedeutet zum Beispiel, in langsamen Geschwindigkeiten könnten wir mit unserem Sensor es schaffen, beim Einparken und dergleichen eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Der neueste Prototyp, den wir gebaut haben, ist eine Mehrobjekterkennung. Dieses System ermöglicht es, mehrere Objekte gleichzeitig im Raum zu verorten. Das bedeutet, ob das jetzt Personen sind oder irgendwelche Objekte, die sich nicht bewegen, ist eigentlich egal. Das kann man einstellen, wie man es möchte. Vorteil daran ist, wir könnten das System beispielsweise in die Heimautomatisierung einbauen als Alarmanlage. Wir können es auch mit der Gestensteuerung koppeln, das bedeutet, man kann zu Hause sein Zuhause mit Geste sozusagen steuern und hat zusätzlich noch die Möglichkeit der Hilfsüberwachung, das nennt sich dann Ambient Assisted Living, bedeutet, wenn die Oma hinfällt, dann kriegt der Sohn oder die Tochter eine SMS aufs Handy, wo gemeldet wird, die Mutter ist hingefallen und bewegt sich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Das ist vor allem in der heutigen Zeit sehr interessant, da die meisten älteren Personen sich ungerne in die Obhut eines Altersheims begeben. Und insofern, es gibt noch deutlich mehr Anwendungsfälle, die wir alle noch teilweise selber herausfinden müssen. Die Anwendungsgebiete sind einfach viel zu vielschichtig, als dass ich das alles jetzt in ein paar Minuten erklären könnte.